Hallo und herzlich willkommen. Johannes Sperling hier und unser heutiges Thema sind Edelmetalle und insbesondere Silber. Sie finden Gold und Silber vielleicht langweilig, weil die beiden Edelmetalle nicht unbedingt Erträge abwerfen, ähnlich wie es zum Beispiel Dividendenaktien oder vermietete Immobilien tun. Dann lohnt es sich für Sie besonders, jetzt dran zu bleiben. Los geht's! Langweilig, volatil, keine passiven Erträge. Das sind oft die Gründe und Argumente der Menschen, die nicht in physische Edelmetalle, Gold und Silber investieren wollen. Und ich kann diesen Argumenten durchaus folgen. Doch genau aus diesem Grund wird es sich lohnen, dieses Video bis zum Schluss anzusehen und das aus mehreren Gründen. Zum einen, wer die vorigen Videos gesehen hat, der weiß, bei diesem Kanal verfolgt man durchaus einen opportunistischen Ansatz. Das bedeutet, etwas aus subjektiver Sicht heraus, ohne es analysiert zu haben, pauschal abzulehnen, ohne es überprüft zu haben, ist vermutlich nicht so sinnvoll, denn wir wollen schließlich Riesenmöglichkeiten zum Investieren finden, die uns 20, 40, 60 und mehr Prozent Rendite bringen könnten. Und da verzichtet man durchaus, wenn diese Rendite realisierbar ist, auf gewisse Zeit auf passiven Erträge. Zum anderen handelt es sich im Falle der Edelmetalle um strategisch wirklich sinnvolle Beimischungen, kein All-In-Investment. Das heißt, man geht nicht mit dem kompletten Vermögen oder Geld da rein, sondern man mischt es eben sehr strategisch und richtig zum richtigen Zeitpunkt bei. Und aus diesen beiden Perspektiven heraus wollen wir uns das Thema Edelmetalle und vor allem das Thema des Silbers genau ansehen, denn womöglich ist hier wirklich etwas Großartiges am Reifen. Bevor wir loslegen, wichtig, dass Sie verstehen, dass dieses Video trotz sehr umfangreicher und sorgfältiger Recherche keinen Aufruf zu konkreten Anlageschritten darstellt. Es ist keine Anlageberatung und dieses Video ersetzt weder eigene Recherche noch professionelle und individuell angepasste Anlagenberatung. Wir sehen uns als erstes die Grafik von Market Balance, also Marktgleichgewicht von Bloomberg für das Edelmetall Silber an. Wo muss der Preis pro Unze Silber stehen, damit es erstmal überhaupt ein relatives Gleichgewicht an den Märkten herrscht? Und wir sehen hier, es muss irgendwo bei 23 Dollar pro Unze liegen. Und das ist auch circa der Preis, den wir aktuell haben, vielleicht leicht drunter. Und die meisten würden vermutlich genau an dieser Stelle mit ihrer Recherche schon auch aufhören. Nach dem Motto, es ist nichts unterbewertet, gibt es also auch kein Potenzial und das wäre eben zu voreilig. Denn durch die inflationäre Effekte, gestiegenen Mehraufwand bei der Minenförderung und durch den relativ billigen Silberpreis konnte man zuletzt deutlich weniger fördern als notwendig und das sieht man eben an diesen Defizitbalken hier. Es wurde also etwas aus der Reserven aufgebraucht und um diesen Defizit erstmal überhaupt ausgleichen zu können und wir kommen noch auf diese massiv verbrauchte Reserven im weiteren Verlauf zu sprechen. Hier die nächste Grafik und die globale Nachfrage nach Silber aufgeteilt in bestimmte Sektoren, ebenfalls von Bloomberg. Und allen voran hat natürlich die Industrie den höchsten Bedarf hier in hellblauer Farbe eingezeichnet. Aber wir haben nicht nur die Industrie, sondern auch Juweliere, Verarbeitungssektor, Besteck und grundsätzlich Silberwarenproduktion, natürlich auch den Investmentbereich. Die Angabe der benötigten Mengen ist in Millionen Unzen angegeben und wir merken uns diesen Bedarf und werden gleich feststellen, dass man es gerade noch so schafft, den Markt mit der benötigten Silbermenge bei dem aktuellen Silberpreis überhaupt zu bedienen. Es ist eine weitere Indiz dafür, dass da noch mehr gefördert werden muss und aber gleichzeitig auch wegen wirtschaftlichen Faktoren und Nachfrage der Preis dauerhaft steigen muss. Und da reden wir noch gar nicht von erhöhter Nachfrage der kommenden Jahre, denn Digitalisierung, 5G-Netzausbau, Energiewende mit dazugehörigem Ausbau von PV-Anlagen oder Solar und so weiter, Weltraumfahrt natürlich auch noch oder das autonome Fahren, all diese Themen können nur mit dem zusätzlichen und durchaus enormen Silberbedarf gelöst werden. Im Folgenden einige Grafiken und Fundamentaldaten vom Silver Institute, also Silber Institut aus Washington. Diese Daten können Sie aus der weltweiten Silberumfrage Report 2022 entnehmen und hier meiner Ansicht nach eine sehr wichtige Grafik, nämlich die Gegenüberstellung von Angebot und Nachfrage. Was wird benötigt und was wird tatsächlich gefördert und produziert, scheint derzeit mehr oder weniger ausgeglichen zu sein. Doch in Wirklichkeit ist es eine recht angespannte Situation. Angespannt vor allem auf der Angebotsseite. Ich möchte gleich
auf die Hauptbotschaft dieser Daten hinaus, nämlich, dass das Problem beim Silber in den kommenden Jahren auf der Angebotsseite vorliegen wird. Da reden wir noch gar nicht vom steigenden Bedarf. Warum Angebotsseite? Es gibt Berechnungen, dass die bekannten weltweiten wirtschaftlich ist ganz wichtig an der Stelle, abbaubaren Silberreserven nur noch etwa 13 bis 15 Jahre ausreichen. Dann seien die Minen ausgebeutet. Andere Experten rechneten mit gut 20 bis 25 Jahren, da ja eventuell weitere Minen und Fördergenehmigungen kommen würden, die heute mit ihren Lagerstätten noch nicht bekannt sind. Aber auch dann sei eben Schluss, es sei denn, die Wirtschaftlichkeit der neuen Minenförderung wird gesteigert, und das geht ebenfalls nur über einen deutlich, deutlich höheren Silberpreis. Da sind wir wahrscheinlich dann mindestens bei $50 pro Unze und mehr. Kommen wir zum Gold-Silber-Ratio, also dem Verhältnis zwischen Gold- und Silberpreis, und da müsst ihr euch jetzt wirklich festhalten, denn wenn wir beide Edelmetalle vergleichen, sprich Gold und den kleinen Bruder Silber, dann ist Silber im Verhältnis stark unterbewertet und hat Aufholpotenzial. Das bedeutet, wenn Gold steigen würde, und davon ist ebenfalls durchaus auszugehen, dann steigt Silber mit, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit prozentual eben deutlich stärker als Gold. Denn das jetzige Verhältnis pendelt momentan circa zwischen 1 zu 75 bzw. 1 zu 80. Das heißt, für eine Unze Gold erhält man 75 bis 80 Unzen Silber. Und da stellt sich die Frage, ob das noch ein faires Verhältnis ist. Denn Silber im Gegensatz zu Gold ist auch noch ein Industriemetall, wird also stark verbraucht. Das ist der Grund, warum ich und meine Kunden nur physisches Silber besitzen, denn es gibt sehr viele Finanzinstrumente, die auf Silber setzen, doch mit nichts hinterlegt sind, also kein physisches Silber dahinter. Ich sage dazu immer Fantasiepapiere, die man dann im Depot hat. Ich bevorzuge es lieber, Besitzer zu sein, statt Gläubiger, also anstatt zu glauben, dass ich etwas besitze. Und wenn Sie sich dafür interessieren und mehr Informationen haben wollen, wie man das richtig und auch steuerlich optimiert macht, dann folgen Sie gerne dem Link in der Videobeschreibung für weitere Informationen. Doch zurück zum Verhältnis zwischen Gold und Silber. Geht man nach der Nachfragestruktur, nach dem Bedarf also, dann wäre das richtige Verhältnis bei 1 zu 7 und nicht bei 1 zu 75 oder 1 zu 80. Geht man nach verbliebenen unterirdischen Ressourcen, dann steht das faire Verhältnis sogar bei 1 zu 6. Und bei überirdischen Beständen sogar bei 1 zu 5. Es ist also eine unglaubliche Diskrepanz vorhanden. Silber hat hier was zum Aufholen und zum Gutmachen. Und das ist ein Riesenargument mehr für das Edelmetall. Hier sehen wir den Kursverlauf zweier Währungspaare an, nämlich US-Dollar und der Euro, und zwar über die letzten 10 Jahre. Jeder dürfte das mitbekommen haben, dass der Dollar dieses Jahr stark gestiegen ist. Dadurch hat natürlich Euro als Währung stark abgewertet im Vergleich zum Dollar. Und der starke Dollar, das ist immer eher schlecht für die Aktienmärkte und aber auch für die Edelmetalle. Kombiniert mit geopolitischen Sorgen, Inflationssorgen und steigenden Zinsen war der starke Dollar das absolute Gift für die Märkte und somit auch für die Edelmetalle, die sich trotz Inflationssorgen nicht beziehungsweise noch nicht behaupten konnten. Und die Edelmetalle werden weltweit in US-Dollar gehandelt, und durch die starke Währung kommen sie dann natürlich auch unter die Räder. Aber auch diese Tendenz mit dem starken US-Dollar, dieser Trend ist auch irgendwann mal vorbei. Und hier haben wir im Paar Euro und US-Dollar den tiefsten Punkt überhaupt seit der Euro-Einführung gesehen, und seitdem baut der Dollar wieder ab. Und wenn sich dieser Faktor weiterhin normalisiert, und glauben Sie mir bitte, das muss es, dann werden wir hier zusätzlichen Aufwind für die Edelmetalle haben, und das wird dann für richtig schöne Kursanstiege sorgen. Nichtsdestotrotz, bitte trotzdem daran denken, die Videos und die Regeln, die ich in den vorigen Videos genannt habe, beachten, vernünftig sein, nicht mit dem ganzen Geld und dem ganzen Vermögen reingehen. Silber ist in der jetzigen Konstellation eine sehr, sehr clevere und vielversprechende Beimischung, aber eben Beimischung. Man sollte hier nicht überinvestiert sein, also nur mit einem Teil der Gelder und einem Teil des Vermögens reingehen.
Runden wir die Fundamentalanalyse durch die technische Analyse ab und kommen wir zu dem Silberchart. Beim letzten Video, DAX-Analyse, habe ich bereits gesagt, man sollte sich bei der technischen Analyse vom Big Picture, also langfristigen Bild, zum feineren Bild, also kürzere Zeitabstände, hineinarbeiten. Darum starten wir erstmal mit dem sehr langfristigen Silberchart. Wir sehen den Silberpreis seit den 50er Jahren bis zum heutigen Tage an und erkennen, dass Silberpreis im Gegensatz zu gewissen Aktien oder ähnliches sich eher in Zyklen abspielt. So hatten wir einen massiven Anstieg in den 80er Jahren bis ca. $50 pro Unze und das gleiche im Jahr 2011 ebenfalls bis ca. $50 pro Feinunze. Und wenn wir in die aktuelle Zeit etwas reinzoomen, dann sehen wir, dass aktuell sich hier etwas anbahnt. Hier ist eine sogenannte Bullenflagge-Formation zu erkennen. Das heißt, man konsolidiert, korrigiert, etwas fallend in der Flagge sich befindend, stößt auf eine markante Unterstützung hier an der Stelle und beginnt den Anstieg innerhalb der Flagge. Solange, bis man aus der Flagge ausbricht. Und wenn man es geschafft hat, wartet man idealerweise noch einen Backtest der verlassenen Flagge ab und dann nimmt man wunderbare Kurssteigerungen mit. Und hier beim Silber, aufgrund technischer, aber auch fundamentaler Analyse, durchaus mit dem Kurs Richtung 30, $35 und später durchaus Richtung $50 zu rechnen. Und das wäre natürlich ein enormer Wachstumspotenzial, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Damit ist hier zu empfehlen, den Ausbruch zu beobachten, erste kleinere Positionen aufzubauen jetzt, erste Tranchen, also erste Geldportionen zu investieren, um dann den Retest hier abzuwarten und dann nach oben massiv auszubrechen. Alternativszenario, das derzeit aber nicht zu bevorzugen ist, wäre, dass man hier weiter in der Flagge drinnen bleibt und eventuell weitere massive Kursstürze in der Flagge wahrnimmt, bis hin Richtung Corona-Tief bei ca. $11.50 pro Unze. Spätestens da hätte man dann die Chance des Jahrhunderts sozusagen in Silber zu investieren. Doch wie gesagt, dieses Szenario ist derzeit eher unwahrscheinlich. Das war sie also, die Analyse zum Edelmetall Silber. Wenn Sie Fragen hierzu haben, dann können Sie das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen alles Gute und sage bis demnächst, Euer Johannes Sperling.